Hallo, herzlich willkommen zu Franzis Küchenwelt. Ich möchte mit euch heute eine Speckkartoffelrolle machen und wir fangen auch gleich an. Ihr braucht 1 Kilo Kartoffeln, 250 bis 400 Gramm Speck, etwas Knoblauch, 100 Gramm Kräuterseitlinge, eine Zwiebel, Salz und Rosmarin, wobei ihr hier natürlich auch frischen verwenden könnt. Als erstes beginnen wir jetzt damit, dass wir die Kartoffeln kochen. Und während die Kartoffeln kochen, bereiten wir den Rest vor. Dazu schälen wir die Zwiebel und schneiden sie in feine Würfel. Die Kräuterseitlinge putzen wir und schneiden sie ebenfalls in feine Würfel. Und je nachdem, ob ihr jetzt einen frischen Knoblauch habt oder einen Knoblauch verwendet, wie ich ihn verwendet, müsst ihr ihn gegebenenfalls auch noch schälen und ganz fein hacken. Dasselbe zählt für den Rosmarin. Wenn ihr den ganzen frisch habt, müsst ihr ihn ganz, ganz fein hacken. Solltet ihr ihn zum Beispiel gemahlen haben, könnt ihr auch einfach den verwenden. Als nächstes nehmt ihr eine Pfanne, schwitzt die Zwiebeln, die Pilze, den Knoblauch und den Rosmarin in ein bisschen Öl darin an. Das Ganze darf auch leicht anbraten, um den Geschmack etwas zu verstärken. Wenn ihr möchtet, könnt ihr das Ganze mit ein bisschen Salz oder Sojasauce würzen. Wobei ihr darauf achten solltet, dass die Sojasauce komplett wieder verdunstet. Als nächstes nehmt ihr dann die Kartoffeln, schält sie und drückt sie durch eine Kartoffelpresse oder nehmt einen Kartoffelstampfer und zerdrückt sie. Und dann lasst ihr sie erstmal ausdampfen, damit möglichst viel Flüssigkeit aus den Kartoffeln rausgeht, damit das Ganze dann später besser hält, weil die Masse sonst sehr, sehr weich wird. Und dann könnt ihr auch die angebratenen Pilze und Zwiebeln mit dazugeben. Und dann vermischt ihr das Ganze einfach und formt es in diese ovale Bratenform. Der nächste Schritt kommt jetzt wieder ein bisschen darauf an, wie ihr euren Speck bekommen habt. Ist es ein etwas dicker geschnittener, könnte eine Schicht reichen. Ist es ein dünn geschnittener, werdet ihr wahrscheinlich zwei Schichten brauchen. Oder habt ihr ein Stück, dann schneidet ihr einfach dickere Scheiben runter und damit umwickeln wir das Ganze. Dann nehmt ihr den Küchengarn und wir binden über den Speck drüber das Ganze nochmal fest zusammen, so dass es wirklich hält.
legt ihr das Ganze auf ein Gitter. Falls ihr keines habt, reicht natürlich ein Blech. Und dann wird das Ganze bei ca. 140, 150 Grad Umluft für 30 bis 40 Minuten in den Ofen geschoben, sodass es langsam durchkochen kann, ehe ihr am Ende den Ofen auf ca. 180 bis 200 Grad hochheizt, je nachdem wie der Speck schon aussieht. Und im Prinzip gebt ihr dem Ganzen nur noch eine schöne Kruste. Dann nehmt ihr das Ganze aus dem Ofen und entfernt nur noch die Schnur. Und dann könnt ihr es servieren. Das war's zu diesem Rezept. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Und wenn ihr das Ganze jetzt nachkochen möchtet, findet ihr die Zubereitung auf meinem Blog rezeptdeck.blogspot.de. Der Link ist auch unten in der Infobox. Mich persönlich würde jetzt interessieren, wie euch das Ganze geschmeckt hat, beziehungsweise wie es euch gelungen ist. Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare oder auf Social Media technisch. Ich würde mich unglaublich darüber freuen. Und ansonsten habe ich euch jetzt noch die Sandwich-Torte von letzter Woche hier verlinkt. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao!